Hallo Alex. Hallo, schönen guten Tag. Danke, dass wir hier zu Gast sein dürfen, erstmal vorgelagert, und dass du Zeit für uns hast. Wir haben einige Fragen an dich zum Thema Luftrettung. Und ich würde gerne mit einer ganz allgemeinen Frage beginnen, so auch zweiteilig. Ja. Zum einen würde mich interessieren, was hat so ein ärztlicher Leiter Rettungsdienst, wie du es ja bist? Du hast ja viele Kollegen in Deutschland. Ja. Was hat er so grundsätzlich für Aufgaben? Und wenn wir so in den Fokus Luftrettung gehen, würde mich auch noch interessieren, wie sehen die spezifischen Aufgaben im Bereich der Luftrettung aus? Also in Nordrhein-Westfalen leitet der ärztliche Leiter Rettungsdienst den Rettungsdienst in medizinischen Fragen. Mhm. Konzeptionell ist fürs Qualitätsmanagement zuständig und ist hier in Köln auch noch für den Notarztdienst zuständig. Mhm. Im weitesten Sinne bist du dann Vorgesetzter der Notfallsanitäter und der eingesetzten Notärzte, kann man sagen. Genau, Fachvorgesetzter der Notfallsanitäter und zumindest bei denen, die bei der Stadt beschäftigt sind, auch der Dienstvorgesetzte. Ja. Ich bin ja nicht nur ärztlicher Leiter, sondern auch neben die Trägeraufgaben war, also mit der Abteilung Rettungsdienst. Und da machen wir alle Vertragsverhandlungen, Krankenkassenangelegenheiten, Bedarfsplanungen und so weiter. Das heißt, es ist alles das, was den Rettungsdienst am Laufen hält, sozusagen, ist Teil des Aufgabengebiets. Aufgeteilt ist das Land NRW in zwei Hälften sozusagen in der öffentlichen Luftrettung. Das heißt, der Christoph Westphalen fliegt im Bereich Westfalen mehr oder weniger und der Christoph Rheinland im Bereich des Rheinlands. Und da hat er natürlich auch eine gewaltige Bevölkerungsdichte sozusagen hier und ist wichtig für den Transport zwischen den Krankenhäusern. Insbesondere hat er sich weiterentwickelt. Er transportiert ja nicht nur, ich sage jetzt mal, einfache Patienten, die intensivpflichtig sind, sondern eben auch bis hin zu ECMO-Transporten, bis hin zu Inkubator-Transporten mit Frühchen und so weiter. Er hat also ein ganz weites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Und zusätzlich ist es so, dass die Technologie Rettungshubschrauber auch sozusagen damit drinsteckt. Das heißt, wenn er gerade vor Ort ist und der Christoph 3 ist im Einsatz, fliegt er auch primär Einsätze. Ja. Ja. Wie ist das organisiert? Wer stellt das Personal? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja. Also in Nordrhein-Westfalen ist es möglich, auch Hilfsorganisationen und andere einzubinden. Und wir haben neben Kollegen der Feuerwehr auch alle vier Kölner Hilfsorganisationen in Luftrettungsdienst eingebunden. Mhm. Und die sind dann auch Teil der Besatzung beim TC HEMS. Und die Notärzte kommen über die Stadt sozusagen, über die Feuerwehr und werden dort entweder als Eigenbeschäftigte oder als in Nebentätigkeit zur Klinikaufgabe Beschäftigte eingesetzt. Die integrierte Leitstelle der Berufsfeuerwehr Köln ist ja auch eine der größten in ganz Deutschland. Die viertgrößte, wenn ich mich nicht ganz irre. Ihr habt hier direkt spezielle Einsatzdisponenten, die Luftrettung und den Intensivtransport bodengebunden disponieren. Wie siehst du da die gemeinsame Fortbildung, die wir hin und wieder machen? Das ist unverzichtbar inzwischen. Also es ist so, dass wenn man in der Leitstelle sieht, merkt man natürlich, dass langsam die Krankenhäuser immer spezialisierter werden, die Möglichkeiten der Luftrettung einfach immer mehr zunehmen. Und dafür bedarf es dann auch einer spezifischen Fortbildung, damit alle, die an der Luftrettung, und da gehört natürlich auch die Leitstelle dazu, beteiligt sind, immer auf dem neuesten Stand sind. Beide Hubschrauber in Köln sind ja am Flughafen stationiert. Ja. Wie siehst du da so die Zusammenarbeit mit dem Flughafen Köln-Bonn? Also es ist so, dass wir beabsichtigen, die beiden Hubschrauber dort dauerhaft unterzubringen. Der Flughafen hat ja in den letzten Jahren immer wieder unterstützt bei der Unterbringungsmöglichkeit dort. Wir sind ja dort nur provisorisch untergebracht bisher. Und solche komplexen Flugsysteme wie Hubschrauber, Rettungshubschrauber, die brauchen natürlich eine besondere Unterkunft, eine besondere Infrastruktur. Und da kann ich nur sagen, mit dem Flughafen Köln-Bonn hat es bisher immer sehr gut geklappt. Er hat alles möglich gemacht, was wir gebraucht haben. Und deswegen sind wir auch froh, dass wir so einen Partner haben. Ja. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, uns mal zu erläutern, wie umfangreich und komplex die Zusammenarbeit in der Luftrettung hier mit euch ist. Ja. Vielen Dank. Alles klar, Tommy. Vielen Dank. Gerne.